Hallo und herzlich willkommen zu Spice Cuisine. Heute teile ich ein Grundrezept von Basmati Reis. Basmati Reis passt perfekt zu fast allen Currygerichten. Ich zeige euch, wie ihr perfekten Basmati Reis kochen könnt ohne einen Reiskocher. Ich teile auch Tipps und Tricks für den perfekten Basmati Reis. Hier habe ich eine Tasse Basmati Reis. Ich benutze Reis von pakistanisches Laden. Unabhängig von der Menge bleibt die Zubereitungsart ganz gleich. Zuerst wasche ich den Reis. Reis soll man ganz vorsichtig waschen, damit die Körner nicht brechen. Nach dem Waschen gebe ich lauwarmes Wasser hinzu und lasse den Reis für ca. 30 Minuten einweichen. Um Basmati-Reis zu kochen, eignet sich ein breites Topf oder eine Pfanne am besten, damit die Reiskörner schon locker bleiben und nicht miteinander kleben. Ich habe jetzt in die Pfanne einen Esslöffel Öl gegeben. Öl ist wichtig, dadurch wird das Reis nicht klebrig. Dazu habe ich einen Esslöffel ungesalzene Butter gegeben. Butter ist aber optional, ihr könnt ihn auch weglassen. Wenn die Butter geschmolzen ist, füge ich 2 Tassen Wasser hinzu. Wassermenge zu beachten ist sehr, sehr wichtig. Verhältnis von Reis und Wasser beträgt 1:2. Da ich eine Tasse Reis koche, verwende ich 2 Tassen Wasser. Jetzt gebe ich einen Teelöffel Salz hinzu. Die Salzmenge könnt ihr natürlich nach Geschmack ändern. Abdecken, bis das Wasser anfängt zu kochen. Und nun die eingeweichte Reis hinzufügen. Nur einmal verrühren. Und dann abdecken und auf mittlere bis höchste Stufe kochen. Den Reis zwischendurch nicht verrühren, somit bekommt ihr Ergebnis wie bei Reiskocher. Nach ca. 8 Minuten schaue ich, ob noch Wasser übrig ist. Wie ihr seht, da ist klein wenig Wasser übrig. Die Löcher, die ihr seht, sind ganz, ganz wichtig, damit wird das Reis lockerer. Wieder abdecken, Herd runterschalten. Und die Pfanne für ca. 5 Minuten stehen lassen. Nach 5 Minuten ist Basmati Reis fertig. Und wie ihr hier seht, Reis ist ganz locker, fluffig, nicht matschig oder klebrig. Am besten sieht es am Ende dann so aus. Probiert gerne dieses Rezept aus und teilt euer Feedback in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.